Was wissen wir über Shepard? Sie wurde auf der Erde geboren. Über ihre Familie gibt es keinen Eintrag. Sie hat keine. Sie ist quasi auf der Straße aufgewachsen. Sie hat gelernt, auf sich selbst aufzupassen. Fast ihre ganze Einheit wurde auf Torfan getötet. Sie erledigt ihre Aufgaben um jeden Preis. Wollen wir eine solche Person wirklich die Galaxie beschützen lassen? Nur solche Personen können überhaupt die Galaxie beschützen. Ich stimme dafür. 2148 entdeckten Forscher auf dem Mars Überreste einer alten raumfahrenden Zivilisation, in deren darauffolgenden Jahrzehnten konnte mithilfe dieser Artefakte neue Technologien entwickelt werden, die Reisen selbst zu den entferntesten Sternen ermöglichen. Basis dieser unglaublichen Technologie war eine Kraft, die in der Lage war, das Raum- und Zeitgefüge zu kontrollieren. Mass Effect. Das Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Commander? Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Das Massenportal ist heiß. Zugriff auf Annäherungsvektor. Alle Stationen sichern für Transit. Grünes Licht. Annäherung eingeleitet. Kontakt in 3, 2, 1. Schubwerke, check. Navigationssystem, check. Interner Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung etwas weniger als 1500 Kilometer. 1500 ist in Ordnung. Ihr Captain wird zufrieden sein. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Niles hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn? Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Spectres immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. Ein wunderschönes Moin Moin erstmal. Hier ist der Angelus. Willkommen hier zur ersten Folge von Mass Effect Teil 1. Ja, die Geschichte von Commander Shepard beginnt, die ganze Saga. Und jetzt können wir hier bei dem Gespräch schon teilhaben und mit dem linken Stick hier auch die ganzen Fragen oder Antworten auswählen. Und ich spiele das Ganze auf meiner Xbox One, denn Mass Effect 1 bis 3 sind alle abwärtskompatibel für die Xbox. Und ich habe sie damals auf der 360 gespielt und werde sie jetzt hier auf der Xbox One nochmal spielen. Mal schauen, es gab da auch ein paar Anpassungen. Ich glaube, es wurde nochmal ein bisschen die Auflösung angepasst, auch für die abwärtskompatible Version. Ich musste da auf jeden Fall neue Updates runterladen. Ziemlich cool. So. Also, Sie übertreiben oder ganz meiner Meinung? Nein, ich bin ganz auf der Meinung von Joker. Auf jeden Fall. Sie schicken keine Spectres auf Testflüge. Da steckt mehr dahinter, als der Captain uns wissen lässt. Joker, Statusbericht. Sind gerade am Massenportal vorbei, Captain. Die Tarnsysteme sind aktiviert. Alles in Ordnung. Gut. Dann finden Sie eine Kombarke und locken uns ins Netzwerk ein. Ich will, dass die Missionsberichte an die Allianz übermittelt werden, bevor wir Eden Prime erreichen. Jawohl, Captain. Nur zur Info, Sir. Niles scheint Sie heimsuchen zu wollen. Er ist schon hier, Lieutenant. Commander Shepard soll zu einem Briefing in den Kommunikationsraum kommen. Richten Sie das aus, jetzt. Alles klar, Commander? Ja, ich hab's verstanden. Ich stehe genau hinter dir, ne? Sie scheinen ein wenig verärgert zu haben. Naja, ein bisschen verärgert? Auf jeden Fall. Er klingt verärgert. Vielleicht ist irgendetwas bei dieser Mission schiefgelaufen. Wenn der Captain mit mir spricht, klingt er immer so.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum. So, vorbildlich plus 2 Punkte haben wir da schon mal bekommen. Es gibt natürlich so ein gutes und böses System hier. Muss mal schauen, wie ich mich da zukünftig entscheide. Eigentlich ist es mal sehr gut, auf einem Pfad zu bleiben, um den dann hochzukriegen. Den Pfad, also gut oder böse. Ja, wir befinden uns hier auf der SS Normandy, ein Allianzschiff der Menschheit. Und ihr habt auch am Anfang gesehen, das Sprungportal, was von der alten Technologie noch übrig geblieben ist, von den Proteanern. Und damit ist es hier den Menschen auch erlaubt, so über Lichtgeschwindigkeitsflüge zu machen. Weil man damit quasi durch die Galaxie geschossen wird. Ja, und die Synchronstimme von meinem Shepard habt ihr jetzt gehört. Ich mag die Stimme sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, sie bleibt auch in allen drei Teilen die gleiche. Nicht so wie bei der männlichen Variante, die sich dann ab Teil 2 nochmal ändert. Und sie klingt einfach echt gut und die macht da schon einen guten Job. Ich mag sie einfach gerne. Der Captain wartet im Kommunikationsraum auf Sie, Commander. Vielleicht sollten Sie den Captain lieber nicht warten lassen, Commander. Oh, ja. Alle hier Vorschriften. So. Ich hoffe, der Sound ist okay. Wenn nicht, werde ich den in den nächsten Folgen natürlich wieder ein wenig anpassen. Ich habe ihn gerade gesehen. Marschierte vorbei, als wenn er auf einer Mission wäre. Fokus natürlich auf die Gespräche. Die sind immer auf Mission. Und wir immer brav im Schlepptau hinterher. Immer cool bleiben, Presley. Sonst kriegst du noch ein Magengeschwür. Ja, wirklich, Presley, ey. Entspann dich mal. Glückwunsch, Commander. Das scheint eine ruhige Aktion gewesen zu sein. Werden Sie jetzt unten den Captain treffen? Ja, er will mich halt sehen, ne? Ich bin gerade auf dem Weg, um ihm einen Statusbericht zu geben. Bei allem Respekt, Ma'am. Vielleicht wird er Ihnen ja dann endlich verraten, was wir hier eigentlich machen. Wieso? Wovon sprechen Sie denn? Glauben Sie, dass die Allianz uns etwas vorenthält? Wenn wir einfach nur unser IES-Tarnsystem testen sollen, wieso hat dann Captain Anderson das Kommando? Und die Anwesenheit von Nihilus ist auch merkwürdig. Die Spectres sind Elite-Einheiten, Top-Undercover-Agenten. Warum sollten Sie einen turianischen Spectre auf einen Testflug schicken? Das scheint keinen Sinn zu ergeben. Das müssen wir aber, glaube ich, mal weiter untersuchen hier, oder? Was können Sie mir über die IES-Tarnsysteme sagen? Ich weiß nur, dass damit unsere Position vor Sensoren verborgen wird. Neueste Technologie. Die Normandy ist das einzige Schiff mit diesem Prototypenantrieb. Aber wozu die volle Besatzung? Eine Crew von nur ein paar Leuten wäre doch billiger. Dann gäbe es auch weniger Sicherheitslöcher. Das mit Nihilus ist auch seltsam. Dieser Testflug ist offensichtlich nur eine Tarnung. Aber eine Tarnung für was? Eine Tarnung für was? Ich habe keine Ahnung, Commander. Aber es gibt einen anderen Grund, warum wir hier sind. Und ich werde nicht gerne im Unklaren gelassen. Das stimmt schon. Der turianische Spectre. Warum wurde der überhaupt hierher geschickt auf unsere Mission? Sie trauen Nihilus nicht. Ich traue gar keinen Turianern. Liegt bei mir in der Familie. Mein Großvater hat im Krieg des ersten Kontakts gekämpft. Er hat viele Freunde verloren, als die Turianer angriffen. Ja, damals, als die Menschheit so die Raumfahrt entdeckt hat, war die allererste Rasse, die sie getroffen haben, das waren die Turianer. Und da gab es dann einen langen ersten Kontaktkrieg mit den Turianern. Viele Menschen sind gestorben, aber auch viele Turianer sind gestorben. Das war halt Krieg, ne? Das war der erste Krieg der Menschheit, den sie da interstellar geführt haben. So, aber das ist lange her. Das war vor 30 Jahren. Sie können kaum Nihilus dafür verantwortlich machen. Nein, wohl nicht. Aber es macht mich trotzdem nervös, einen Spectre an Bord zu haben. Vor allem einen turianischen. Wir sind ein Raumschiff der Allianz, des Militärs der Menschen. Aber Nihilus muss sich nicht wie wir gegenüber dem Captain verantworten. Spectres arbeiten außerhalb der normalen Befehlskette. Und sie kommen nicht einfach, um Testflüge zu kontrollieren. Nihilus scheint größere Probleme zu erwarten. Und das gefällt mir nicht. Naja, ich seh mir die Sache mal an. Ne? 30 Jahre herrscht ja schon Frieden mit denen. Ich werde den Captain danach fragen, wenn ich ihn sehe. Viel Glück, Commander. Hi. So. Gehen wir jetzt mal nach hinten. Ich bin auf Eden Prime aufgewachsen. Ah, ist schön mal wieder auf der Normandy zu sein. Ich hier schön mit der Galaxiekarte, die wir später ja auch noch anschauen können. Was ist das für eine irre Theorie? Leider darf ich das jetzt noch nicht. Bin noch nicht Captain des Schiffs. Ah, guck mal, hier haben wir wieder Doktor. Dr. Chakwas. Was meinen Sie, Commander? Wir werden nicht lange auf Eden Prime bleiben, oder? Ich bin bereit für ein bisschen Action. Ich hoffe, das meinen Sie nicht ernst, Corporal. Action heißt meistens, dass ich einige Crewmitglieder auf der Krankenstation zusammenflicken muss. Ich finde, gerade wegen der Filmkörnung und so hat das auch jetzt immer noch
einen richtig coolen Look, das Spiel. Man darf nicht vergessen, Mass Effect 1 kam 2007 auf die Xbox 360. Ja, 2007. 2008, also ein bisschen später, gab es das dann auch noch auf dem PC. Sonst war das immer Xbox-exklusiv. Und jetzt hier auf der Xbox One kann man sich das durchaus noch anschauen und sieht noch völlig hervorragend aus, finde ich. So, entspannen Sie sich mal, Jenkins, ey. Bleiben Sie ganz ruhig, Corporal. Ein guter Soldat bleibt immer ruhig. Selbst unter Feindbeschuss. Tut mir leid, Commander, aber dieses Warten macht mich nervös. Ich war noch nie auf einer solchen Mission, nicht mit einem Spectre an Bord. Es ist nur eine Mission wie jede andere auch. Machen Sie einfach Ihren Job, befolgen Sie meine Befehle und wir bekommen keine Probleme. Sie machen es sich zu leicht. Sie konnten sich ja schon auf Torfahren beweisen. Alle wissen jetzt, was Sie drauf haben. Das ist meine große Chance. Jetzt kann ich den Vorgesetzten zeigen, was ich drauf habe. Er ist natürlich wieder so ein typischer Grünschnabel, ne? Wir sollten da echt nichts überstürzen. Sie sind noch jung, Corporal. Vor Ihnen liegt eine schöne, lange Karriere. Also bleiben Sie besonnen und vermasseln Sie es nicht. Keine Sorge, Ma'am. Ich werde es nicht vermasseln. Ja, ja, das wollen wir auch hoffen. Der Captain wartet auf mich. Auf Wiedersehen, Commander. Hau rein. Vorbildlich plus zwei. Wir steigen. Auch was super gemacht ist, für BioWare-Spiele da damals ja auch typisch, dass sie die Codex-Einträge hatten, wo man wirklich alles erfährt. Und hier, wo das sogar auch noch richtig vorgelesen Vor wird. Vor etwa 1200 Jahren wurden die Turianer eingeladen, dem Zitadellrat beizutreten und eine Rolle als galaktische Ordnungsmacht zu bekleiden. Die Turianer verfügen über die größte Flotte im Zitadell-Sektor und stellen die zahlenmäßig größte Streitmacht innerhalb des Zitadell-Militärs. Als ihr Lebensraum und Einfluss größer wurden, entschieden die Turianer, sich mit den Salarianern in militärischer und mit den Asari in diplomatischer Hinsicht auszutauschen. Trotz ihrer weltraumgreifenden Siedlungspolitik kam die Führungsschicht der Turianer zur Einsicht, dass sie bei einer Auslöschung der beiden anderen Völker mehr verlieren als gewinnen würden. In der autokratischen Gesellschaft der Turianer gilt die Disziplin als hohe Tugend. Zudem zeichnen sie sich durch ein hohes Maß an individuellem und gesellschaftlichem Stolz aus. Seit dem Krieg des Ersten Kontakts von 2157 gibt es immer wieder Spannungen zwischen Menschen und Turianern. Die Turianer nennen diesen geschichtlichen Abschnitt den Portal 314-Vorfall. Offiziell gelten die beiden Völker aber zurzeit als Verbündete und pflegen konfliktfreie, wenn auch zum Teil etwas unterkühlte, diplomatische Beziehungen. Aber es herrscht Frieden, ne? Da sieht man das, also die ganzen Zivilisationen sind natürlich alle viel älter noch als die menschliche. Also hier vor 1200 Jahren sind die Turianer schon den Zitadellrat beigetreten und vor 30 Jahren gab es dann den ersten Kontaktkrieg und ja, ungefähr so knapp über 30 Jahre sind jetzt erst die Menschen mit dabei, als jüngstes Volk, die dann jetzt hier überhaupt mit der Raumfahrt erst angefangen haben. Alle anderen Völker natürlich schon weit überlegen gewesen. Da werde ich immer ab und zu mal ein wenig ins Codex reinschauen, wenn es da wieder neue wichtige Informationen gibt, die man sich mal anhören könnte. Wird natürlich alles vorgelesen, sehr, sehr praktisch im ersten Teil. Und da haben wir Nihilus, den Spectre. Commander Shepard, ich hoffte, Sie hier allein zu treffen. So können wir ungestört sprechen. Aber wo ist denn Commander Anderson? Der Captain wollte mich hier treffen. Er ist auf dem Wege. Captain, ich habe natürlich ein besonderes Interesse an der vor uns liegenden Welt, Eden Prime. Es soll sehr schön dort sein. Sehr schön? Naja, mehr als das sogar. Man hält es sogar für ein Paradies? Ja, ein Paradies. Friedlich, ruhig, sicher. Eden Prime ist für ihr Volk eine Art Symbol geworden, oder? Der Beweis, dass die Menschheit in der Lage ist, Kolonien in der ganzen Galaxie zu gründen und zu schützen. Aber wie sicher ist es dort wirklich? Paradies natürlich, deswegen auch der Name Eden, ne? So, aber was soll denn jetzt diese Frage? Worauf wollen Sie hinaus? Wenn Sie etwas zu sagen haben, dann raus mit der Sprache. Ihre Leute gelten immer noch als Neuankömmlinge, Shepard. Die Galaxie kann ein sehr gefährlicher Ort sein. Ist die Allianz wirklich bereit dafür? Wir sollten dem Commander jetzt erzählen, was wirklich vor sich geht.
Diese Mission wird alles andere als ein Testflug. Aha. Siehste, da steckt doch mehr dahinter. Und da hat er es nochmal erwähnt, dass die Menschheit hier noch ein junges Volk ist für den Zitadellrat. Das ist aber jetzt keine Überraschung. Ich hatte mir schon gedacht, dass sie uns nicht alles erzählt haben. Wir werden eine geheime Bergungsoperation auf Eden Prime durchführen. Dafür brauchen wir funktionstüchtige Tarnsysteme. Und warum dann so geheimnisvoll? Es wird sicherlich einen Grund geben, warum Sie mir nichts davon erzählt haben, Sir. Das kommt von ganz oben, Commander. Es sollten nicht mehr Informationen als unbedingt notwendig bekannt werden. Ein Forschungsteam hat bei Ausgrabungen auf Eden Prime eine Art Sender entdeckt. Einen proteanischen Sender. Proteanisch? Ich dachte, die Proteaner wären vor 50.000 Jahren verschwunden. Ja, aber ihr Erbe ist noch da. Die Massenportale, die Zitadelle, das alles basiert auf proteanischer Technologie. Das ist eine bedeutende Sache, Shepard. Das letzte Mal, als die Menschheit etwas Ähnliches entdeckte, machte die Technologie einen Entwicklungssprung von 200 Jahren. Auf Eden Prime gibt es keine Möglichkeit, mit so einer Sache fertig zu werden. Der Sender muss für weitere Untersuchungen zur Zitadelle gebracht werden. Hier geht es offensichtlich um mehr als die Interessen der Menschen, Commander. Diese Entdeckung könnte alle Völker im Ratssektor betreffen. Ich muss mal schauen, ob ich die Untertitel anlasse, weil die sind echt mega fett groß, ey. Das nehmen echt viel Platz weg. So, warum dem Rat das erzählt? Warum haben wir den Fund des Senders nicht für uns behalten? Die Menschen haben nicht den besten Ruf. Einige Völker halten sie für selbstsüchtig und unberechenbar und zu eigenständig oder sogar gefährlich. Indem wir den Sender zur Verfügung stellen, verbessern wir die Beziehungen zum Rat. Außerdem brauchen wir ihr technisches Wissen. Sie wissen einfach mehr über die Proteane als wir. Der Sender ist nicht der einzige Grund, warum ich hier bin, Shepard. Niles möchte Sie im Einsatz beobachten, Commander. Er soll Sie beurteilen. Mich beurteilen hier? Warum denn das? Was ist hier los, Captain? Die Allianz ist schon eine ganze Weile damit beschäftigt. Die Menschen wollen eine größere Rolle in der interstellaren Politik spielen. Wir wollen mehr Macht im Zitadellrat. Die Spectres repräsentieren die Macht und Autorität des Rates. Wenn sie einen Menschen aufnehmen, sagt das viel über den Fortschritt der Allianz aus. Die Berichte über ihren Einsatz auf Torfahren waren beeindruckend. Ein harter Job, aber sie haben ihn erledigt. Darum habe ich sie in die Kandidatenliste für die Spectres eingetragen. Das ist natürlich wieder typisch menschlich, ne? Alle anderen Völker sind schon seit Tausenden von Jahren in diesem Zitadellrat und weit fortgeschritten. Jetzt kommen die Menschen so dazu, sind gerade mal vielleicht 30 Jahre dabei und wollen natürlich mehr Macht haben, auch dem Rat beitreten und auch Spectre haben und so weiter. Typisch menschlich eigentlich mal wieder. Sie haben mich eingetragen? Warum sollte ein Turianer wollen, dass ein Mensch zum Spectre ernannt wird? Nicht alle Turianer haben Ressentiments gegenüber den Menschen. Einige von uns sehen sogar das Potenzial ihres Volkes. Wir sehen, was sie der Galaxie bieten können und den Spectres. Wir sind eine Elite-Truppe. Es gibt nicht viele, die ausreichend Fähigkeiten für unsere Ansprüche haben. Es ist mir egal, dass sie ein Mensch sind, Shepard. Was zählt, ist, dass sie für den Job qualifiziert sind. Ist das auch Ihre Meinung, Captain? Es wäre eine gute Sache für die Allianz. Es ist eine Chance für die Erde, Shepard. Wir verlassen uns auf Sie. Ich muss mir ein eigenes Bild Ihrer Fähigkeiten machen, Commander. Eden Prime wird die erste Station einer Reihe von Missionen sein. Sie übernehmen das Kommando über das Bodenteam. Sichern Sie den Sender und bringen Sie ihn unverzüglich zurück zum Schiff. Niles wird Sie begleiten und die Mission beobachten. Okay, dann bin ich bereit zu gehen. Erwarte Ihre Befehle, Captain. Wir sind bald in... Captain! Wir haben ein Problem. Was ist los, Joker? Eine Übertragung von Eden Prime. Das sollten Sie sich ansehen. Bringen Sie es auf den Bildschirm. Runter jetzt! Wir werden angegriffen, erleiden schwere Verluste, verschiedene Punkte. Ah.
danach bricht es ab. Keine Kommunikation mehr. Nichts. Zurück und bei 38,5 halten. Statusbericht. Noch 17 Minuten, Captain. Keine anderen Schiffe der Allianz in diesem Sektor. Bringen Sie uns runter, Joker. Schnell und leise. Diese Mission ist um einiges komplizierter geworden. Ein kleines Einsatzteam kann sich schnell und unerkannt bewegen. Das ist die beste Möglichkeit, den Sender zu bergen. Holen Sie Ihre Ausrüstung. Wir treffen uns im Frachtraum. Lassen Sie Alenko und Jenkins sich fertig machen, Commander. Sie gehen runter. Tja. Tarnsysteme werden aktiviert. Yay, der Landeanflug beginnt. Das sind verdammt gewaltige Grabungsarbeiten, Captain. Ihr Team ist das Wichtigste bei dieser Operation, Commander. Gehen Sie direkt runter und machen Sie sich auf zur Ausgrabungsstätte. Was ist mit Überlebenden, Captain? Die Hilfe für Überlebende ist ein sekundäres Missionsziel. Der Sender hat höchste Priorität. Nähern uns Landestelle 1. Niles, kommen Sie mit uns? Ich bin alleine schneller. Niles wird vor Ihnen auskundschaften. Er gibt Ihnen Statusberichte zur Mission durch. Ansonsten will ich, dass Funkstille herrscht. Natürlich zieht der Spectre natürlich wieder einfach alleine los, ne? Was ein Arroganter. Können wir Ihnen denn vertrauen? Ich lege mein Leben nicht gerne in die Hände eines Turianers, Sir. Niles ist auf unserer Seite. Er will Sie zum Spectre befördern. Und er will diesen Sender finden. Na gut, verstanden, Captain. Bereit zum Einsatz, Sir. Von hier aus übernehmen Sie, Shepard. Viel Glück! Nähern uns Landestelle 2. So, Ende wird gespeichert. Es geht aber natürlich auf der Xbox One viel schneller als früher. So, Eden Prime, der erste Planet, den wir hier betreten können. Hier ist es wirklich schlimm, Commander. Überall Feinde. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Ja, ich habe sogar einiges dabei. So, mit X ziehen Sie Ihre Waffe, mit B stecken Sie sie wieder weg. Okay. Bin wieder dran gewöhnt, wie die Steuerung damals nochmal war. So, Pistol habe ich dabei. Ich glaube, ich habe noch ein Waffenrad, ne? Ja. Kann ich hier schon, das ist die Waffen für die Kollegen. Kaidan ist ja auch ein Biotiker, der hat natürlich auch noch eine Pistole. Jenkins ist ein normaler Soldat mit einem Sturmgewehr. Shepard hier unten, ich nehme auch das Sturmgewehr. Wozu habe ich es denn als zusätzliches Talent gelernt, ne? So, wir laufen natürlich mit gezogener Waffe hier rum. Was zur Hölle sind das für Dinger? Gastaschen. Keine Sorge, die sind harmlos. Gastaschen haben wir da vorne. Die sind harmlos, aber wir können sie auch erschießen. Verdammt! Was denn? Sind Gastaschen. Die explodieren nur ein bisschen. Ja, wieder Schiss hier. Oh Gott, was ist hier geschehen? Naja, hier wird noch hart rumgeballert. Jenkins! Den Grünschnabel hat es zerlegt. Besseres Fadenkreuz wär mal cool gewesen. Deckungssystem, wenn man sich einmal dran lehnt. So, im ersten Teil war es noch alles so ein bisschen mehr so Rollenspielmechaniken auch. Ab Teil 2 wurde es dann, was die Action- und Ballerszenen dann angeht, nochmal ein bisschen besser umgesetzt. Da freue ich mich auch schon drauf. Jenkins hat es leider nicht geschafft. Zerfetzt. Er hatte nicht die geringste Chance. Okay, wir können ihm nicht helfen. Er verdient ein Begräbnis. Naja, aber wir können jetzt gerade nicht mehr helfen. Manchmal sterben Marines eben.
Der Rest von uns muss trotzdem weitermachen. Wir müssen immer noch den Sender finden. Jawohl, Ma'am. Stufenaufstieg. Vielen Dank. Ich habe noch gar keine biotischen Fähigkeiten gelernt, ey. Kann sein, dass ich jetzt erstmal, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, ob ich jetzt schon was lernen kann. Oder erstmal die Tutorial-Mission durchspielen muss. So, über das Squad-Bildschirm können Sie Ihre Talente und all Ihre Squad-Mitglieder kontrollieren. Dankeschön. So, ne, da sind wir schon. Wir haben Basispanzerung hier. Ich habe 6 Punkte zu vergeben. Basispanzerung hier und wir werfen. Das ist eine biotische Kraft. Projiziert ein Masseneffektfeld, das mächtig genug ist, Objekte und Feinde im betroffenen Bereich durch die Luft zu schleudern. Jeder vergebene Punkt wirkt sich auf die Stärke des Wurfs aus, schleudert Ziele weiter weg und fügt mehr Schaden zu. Warp finde ich eigentlich ziemlich cool. Projiziert ein starkes Masseneffektfeld, das aus subatomarer Ebene Verwüstung anrichtet, schwächt die Rüstung der Feinde und fügt ihrem Bereich des Effekts mit der Zeit Schaden zu. Da werde ich auf jeden Fall schon einen Punkt machen. Vielleicht auch. Machen wir so. Weiter kann ich noch nicht. Hier dauert es noch ein bisschen. Dafür muss ich erst erhöht die Warp-Dauer auf 10 Sekunden. So, Barriere ist natürlich eins der Schilde. Verstärkt kinetische Schilde mit einem Masseneffekt-Schild, der große Menge Schaden absorbieren kann. Angriffe, die Schilde durchdringen, durchstoßen auch diese Barriere. Da sollte ich eigentlich auch mal ein paar Punkte schon mal investieren. Werfen habe ich doch schon. Wobei Warp und Werfen natürlich auch eine coole Kombination ist. Später ist noch Stase und Singularität auch ziemlich geil. Heben zum, ja, zum Leute hochheben. Muss mal gucken, wie viele verschiedene Slots ich nachher noch habe. Weil ich nicht alles nehmen kann und dann aktiv auch im Kampf nutzen kann. Machen wir unser Sturmgewehr hier nochmal ein bisschen besser. So. Overkill habe ich jetzt gelernt. Verfügbar für Sturmgewehre generiert 40% weniger Hitze und reduziert Präzisionskosten. Genau, weil hier im ersten Teil gab es noch keine Munition, also keine Magazine für die Waffe. Da hat man noch alles über die Hitze gelöst. So, ich kann natürlich auch noch die Punkte für Kai dann geben, aber da mache ich einfach den automatischen Stufenaufstieg. So, für Kai dann Alenko, mein Kollege hier. So. Medigel, Universalgel zum Heilen habe ich auch dabei. Dankeschön. Und hier habe ich dann Zugriff auf das Rad mit den Fähigkeiten. So, unten ist Shepard, da habe ich hier Overkill-Einsatz, dann hier Einsatz von Werfen plus hier Einsatz von Warp. Ja, zuweisen. Achso, auf den Gegner dann. So hatte man das hier. Zack. Da, das, so sieht es dann aus. Ein bisschen umständlich noch gewesen im ersten Teil. Aber sie sieht schon nicht schlecht aus. Drücken Sie Start, um den Missionscomputer aufzurufen, um den Squad-Bildschirm auszuwählen im Zuge von der Stufenaufstiege. Habe ich doch schon gemacht. Ich habe hier ein paar ausgebrannte Gebäude, Shepard. Unzählige Leichen. Ich werde mich jetzt umsehen. Ich versuche, sie an der Ausgrabungsstelle einzuholen. Okay, Leichen an der Ausgrabungsstelle. Hier ist ganz schön was passiert in Eden Prime. Kann mich natürlich auch noch ein bisschen hinhocken hier, es geht auch. So Leute, das waren jetzt die ersten 30 Minuten. Wir sind auf Eden Prime angekommen, haben da ein paar Charaktere schon kennengelernt. Und ja, jetzt wisst ihr schon, was euch erwartet hier ungefähr, wenn ihr das Spiel noch gar nicht kennen solltet. Und wenn ihr das Spiel kennen solltet, ja, vielleicht freut ihr euch genauso wie ich, das Ganze mal wiederzusehen. Auf jeden Fall eine coole Sache. Hier haben wir noch ein Upgrade-Kit. Das nehme ich nochmal mit. So, Midi-Gel war da nochmal drin, Codex-Eintrag und eine verbrannte Leiche. So, wir wissen also nicht, was hier auf Eden Prime passiert ist. Die Kolonisten wurden angegriffen und wir müssen das herausfinden und den Spectre helfen. Also, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid hier. Morgen geht es dann schon wieder weiter mit Mass Effect. Ich werde hier noch mal das Video kontrollieren, ob der Sound alles noch mal so bleiben kann. Und ja, ob ich vielleicht die Untertitel ausstelle, weil die echt zu viel vom Bildschirm einnehmen. Was echt ein bisschen nervig aussieht, weil das eigentlich bei Grafik, Motion Blur, Auswahlbildschirm oder bei Sound
Gameplay? Gameplay war's. Naja, ich werde hier mal so ein bisschen rumgucken. Und dann geht es auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter hier. Also, Dankeschön fürs Einschalten. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen haben sollte. Und dann, ja, bis zur nächsten Folge, ne? Macht's gut. Ciao.